Ja, heute ist es soweit und ich möchte euch zeigen, was aus dem Kartoffelanbau in der Regentonne geworden ist. Wir haben jetzt Anfang Oktober, das heißt, ich habe auch im September noch die Kartoffelpflanzen weiter wachsen lassen und heuer das ein bisschen länger gelassen. Aber jetzt werden auch hier, wie man sieht, schon die Pflanzenteile braun von den Kartoffeln und jetzt ist es Zeit, die zu ernten. Und ich habe euch ja im Laufe des Jahres immer wieder ein Update gegeben, wie sich die Kartoffelpflanze entwickelt hat. Man sieht, da ist also einiges gewachsen und jetzt werden wir schauen, ob es bei den Kartoffeln auch so gut aussieht wie oben. So, ich werde jetzt hier mal oben die Pflanzenteile abschneiden, bevor ich die Tonne dann auskippe. So, ich habe das Grünzeug der Kartoffelpflanzen auf unserem Kompost dazugegeben und mir hier jetzt mal eine Plane aufgelegt und jetzt werde ich das Fass auskippen und dann gibt es die große Überraschung, was jetzt wirklich aus den Kartoffeln geworden ist, die ich im Frühjahr da ganz unten in der Tonne angesät habe. Ja, und wie ihr seht, da sieht man schon einige Kartoffeln. Die Staude da, die war besonders ertragreich. Also da hängt einiges dran und auch in schöner Größe. Und da haben wir auch einige schöne. Bisschen unförmig und nicht so schön wie im Supermarkt vielleicht, aber auch super schön. Da ist auch einiges. Die ist nicht mehr so schön, aber kann man auch noch verwenden, wenn man sie ein bisschen wegschneidet. Und da, wenn man da schaut, also da ist doch einiges drauf, einiges dran. Insgesamt könnte es vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Also für das große Gefäß hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Aber ich werde es noch wiegen, wie viel es dann insgesamt waren. Und ja. Eigentlich eine recht schöne Ausbeute und cool, dass das im Selbstexperiment der eigene Kartoffelanbau doch ganz gut funktioniert hat. Ja, hier seht ihr noch die Schale einer der ursprünglichen Kartoffeln, die ich halt ganz unten im Frühjahr eingesetzt habe und aus denen die Kartoffelpflanzen dann ausgetrieben sind. Und die Erde habe ich natürlich hier jetzt gesammelt zum Weiterverwenden. Zum Beispiel jetzt im Herbst auf die Blumenbeete noch oder bei den Rosen zum Anhäufeln. Und das war also insgesamt die Ausbeute.
aus der Regentonne, aus dem Fass. Ja, insgesamt hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet bei dem Volumen, den die Regentonne gehabt hat. Aber wahrscheinlich hätte man ein bisschen früher auf diese Grünpflanze immer wieder anhäufeln müssen, damit sich mehr Seitentriebe bilden, also mehr Kartoffeln ausbilden. So waren die Kartoffeln also jetzt hauptsächlich unten an der ursprünglichen Kartoffel, also an der Wurzel unten. Und mit mehr Anhäufeln oder öfteren Anhäufeln wäre es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr geworden. Aber es ist schön zu sehen, dass es funktioniert, dass man wirklich relativ einfach Kartoffeln selber ziehen kann. Und vielleicht werde ich es nächstes Jahr in kleineren Gefäßen und auf mehrere Gefäße aufgeteilt probieren. Ja, ich hoffe, dieses Selbstexperiment zum Kartoffelanbau hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like und würde mich freuen, im nächsten Video zum Thema Haus und Garten euch wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!